gut, kein Stress. Brust raus. Ruhig. Brust. Ja, aber scheiße. Mein Rücken nicht gerade. Ach so. Brust raus, Rücken gerade. Rücken. Guck mal, super. Und jetzt langsam vom Boden. Es geht doch. Brust raus, Brust raus, Brust raus, Brust raus, Brust raus, Brust raus. Langsam vom Boden lügen. Okay, Pause. Ja. Man merkt das hier jetzt, ne? Ich muss sagen, es gestaltet sich doch wesentlich schwieriger, als ich mir erhofft hatte. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Einfach, ja. Sieht alles so einfach aus in den Videos, aber es ist gar nicht so einfach. Ne? Das ist nicht so einfach, wie es ist. Schon viel früher miteinander zusammenarbeiten. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja, ich konnte das ja auch nicht wissen, alles. Aber das Gute ist, wenn du die Übung erstmal beherrschst, ne, ja, dann gehst du ab mit Katze. Mhm. Mhm. Ne? Dann musst du regelmäßig im Formcheck vorbeikommen. Wir haben mit dem eigentlichen Training noch gar nicht begonnen. Ich wollte dir eigentlich nur mal schnell die Übung zeigen, weil ich dachte, du bist so talentiert, dass du das binnen kürzester Zeit hinkriegst. Aber wir machen jetzt nochmal, üben erstmal weiter die Übung. Genau. Ja, das ist alles. Kopf nach vorne, du ziehst schon am Seil zwischen den beiden Autos, genau. Und jetzt die Belastung, als wenn du den Hacken in den Boden reindrückst. Was? Das war ruckartig in der Rückenbarrunde. Okay. Konzentrier dich. Rücken gerade, Brust raus, Kopf neutral. Spannung, genau, jetzt Spannung und jetzt hier noch. Guck mal, sau geil, du hast doch starke Beine, super. Genau, jetzt holst du die Belastung schön aus dem Bein. Das machst du gut. Prima. Brust raus. Und ruhig. Ja. Die Beine sind sehr stark, du gibst jetzt gerade den Rücken ein bisschen nach. Mach nochmal so und halt mal oben die Spannung hier in den Schulterblättern. Jetzt nochmal. Ja, okay, Pause. Merkt man aber schon hier hinten doch. Leicht schwindelig habe ich auch. Wir haben doch nicht schon mit dem Training angefangen. Verdammte Scheiße. Der körperliche Zustand ist bei mir aktuell nicht der allerbeste, das muss man auch zugestehen. Ne? Ja, obwohl du ja Ausdauertraining machst, du spielst Fusi und so, du bist ja, oder solltest halb geschützt sein. Ich will mal so einen Schluck Wasser. Ich hab welches im Auto, hab ich vergessen. Das wird ein Spaß heute. Also eigentlich sind wir noch nicht mal beim Warm-up. Ich wollte dir eigentlich nur schnell Übung zeigen. Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Falter, es kann nur besser werden. Was machen wir noch als nächstes? Junge, Junge, Junge. Also wie gesagt, ich wollte erst mal die Übung zeigen und die dann in den Zirkel machen. Können wir ja noch machen. So, nächste Übung ist ein Liegestütz. Ja, das ist ja hier. So? Ja, den Bauch fest. Bauch fest? Okay, los geht's. Ja? Das Hintern ein bisschen runter noch. Dreh dich erstmal in die Perfektivität. Mach wir sind zusammen, wir sind zusammen. So? So? Runter ein bisschen runter. Stopp. So ist die Position. Bauch schön festmachen. Okay, eins. Ablegen kurz. Komm, die ab. Leg dich auf den Boden ab. Nein. Okay, 4. 5. 6 reicht. Pause, Pause. Gut. Das sah gar nicht so schlecht aus. Pause. Wir machen nachher weiter. Ich wollte nur gucken, ob du die noch kannst. Ich kann ein bisschen. Komm, nächste. Nächste Übung, ein Klimmzug. Ja, oh nee. Heidewitzka. Keine so gut. Ist nicht schlimm? Wir machen einen gesprungenen Klimmzug. Mir ist halt wichtig, dass du die Übung alleine kannst. Ja. Okay? Okay. Ja. Und dass du dich dabei massakrierst oder so. Okay, okay. Und jetzt mit Hochspringen? Geh dir mal die Stange. Hochspringen und dann langsam runter. Langsam runter, du kannst. Langsam runter. Geh langsam. Rein. Das war langsam, okay. Wir machen das dann in Zeitraffer. Langsam. Okay. Nein. Okay, Pause. Und weißt du was? Es ist völlig egal, wie viel du schaffst. Ja. Wichtig ist, dass du das mal anfängst und in Gang kommst. Die Kamerafachfrau hier, die kann ich mich nicht konzentrieren. Und du, der lacht auch. Was ist das hier? Ich bin überhaupt für den Club. Also ich wiederhole es nochmal. Völlig Wurst, wie viel ihr schafft. Hauptsache, ihr fangt erst mal an. Okay? Das ist scheißegal, okay? Mach Pause, wir machen nachher erst. Ach so, so. Jetzt kommt die vierte Übung. Okay? Zeig mir mal, wie du eine Kniebeuge machen würdest normalerweise. Was ich feststelle ist folgendes, du bist sehr beweglich im Fußgelenk. Ja. Das habe ich beim Kreuzchen gesehen. Mhm. Ist total geil. Da kannst du zwar nichts für, aber es ist gut, es hilft uns auf jeden Fall weiter. Das heißt, du schiebst dein Knie schon nach vorne. Mhm. Was ich jetzt möchte, ist, dass wir noch ein bisschen breiter stehen. Ein bisschen stopp. Fußspitzen gleich nach außen. Fußspitzen gleich nach außen, genau. Deine Oberschenkel richtest du in der Linie der Füße aus. Ja? Du gehst jetzt also so in die Hocke. Okay. Mit dem möglichst geraden Rücken. Sehr gut. Langsam runter. Komm, schön. Das wird die vierte Übung sein. Ich würde dir normalerweise Gewicht geben, lasse ich aber erstmal. Mhm. Ja, wir wollen dich erstmal fit machen, wir fangen erstmal langsam an. Wollen wir eine fünfte Übung mit annehmen? Ja, klar, ja, logisch. Eine Bauchübung, eine Kernübung? Ja, klar. Weißt du, wie die Planke geht? Nein. Okay. Geh mal in die Liegestützposition. Hoch im Arsch.
Beine strecken, mach mal die Füße zusammen richtig. Ja. Die Hintern runter. So, ja. Hacken zusammen, Beine strecken. Ja? Beine strecken. Hände strecken. Hacken zusammen. Hacken zusammen. Ja. So jetzt. Okay, achso, ja, das ist schon gehört. Das soll auch anstrengend sein in der Zeit. Weil am besten ist der Pick so raufsetzen, weißt du? Ja. Oh. Okay, stopp, mach Pause. Wieso? Weil es nur zum Üben ist jetzt. Und was machen wir denn richtig? Jetzt machen wir das richtig. Ah, okay. Normalerweise hätte ich dich noch aufgewärmt, aber das Übung zeigen war schon Warm-up genug. Okay. So, jetzt machen wir einen Zirkel. Mhm. Alle 5 Übungen am Stück. Mhm. 8 Wiederholungen, Kreuzheben. Okay. Wir wollten gerade Brust raus. Aus der Ruhe. Okay. Wieder neu justieren, Kopf neutral und zeig. Versuch nicht hochgradig zu ziehen. Versuch wie im Auto im ersten Gang anzufahren. Also erst den Anfang. Brust raus, Brust raus, Brust raus, Brust raus, Brust raus. So ist gut. Hast du dem Schulterblätter nachgegeben? Hast du gemerkt? Nee. Brust raus, drin gerade. Halt die Schulter hinten zusammen. Hinten zusammen, das war schon richtig. Brust raus. So, und jetzt gegenhalten. Und Zug. Hör auf zu lachen. Eine noch. Brust raus. Ha, halt die Spannung hier. Halt sie gegen, halt sie gegen. Halt sie gegen. Spannung halten. Spannung halten. Und los. Hast du das, was du hier nachgegeben hast? Absolut. Okay, dann gib da auch nicht nach. Wir brauchen Spannung hier im Rücken. Die Schulter müssen hinten bleiben. Okay, Übung Nummer 1 geschafft. Ich will noch kurz Wasser trinken. Krieg mal einen Schluck. Schon schwindelig irgendwie, ne? Ja. Woran liegt das? An der Übung, die ist ja komplex und sehr anstrengend. Und du hast auch sehr ruckartig gezogen. Okay, weiter, komm. Liegt es. Achso. Wie viel? Oder auf Zeit oder was? 6 Stück, ruhig und gleichmäßig. Immer ablegen. Ablegen. Ablegen am Boden. So, bleibst du. Scheiße. Mach 2 ordentliche. 7. Und 8. Und okay, jetzt das Wort. Okay. So langsam runter, wie du kannst. Hochspringen, Kinn über die Stange. Und so langsam runter, wie du kannst. Komm. Halt schön gegen. 1, 2, okay. Langsam runter. Du hast Zeit, du hast nie die Zeit. Schau geradeaus und Kopf neutral. Jawohl. Hoch warst du. Lass runter. Okay, gut. Hier, ne? Scheiß Schwerkraft, oder? Absolut. Okay. Okay, leg los. 12 Kniebeuge. Langsam. Okay. Genau. Schön. 2 noch, halt schön gehen. Nach unten. 1, 2, okay. Gleich die Planke, der kommt auf den Boden, gleich die Planke. Was war Planke? Planke. Oberarmstütz. Okay. Geht dann runter. Und jetzt stoppe ich die Zeit. Und los geht's. Streck die Oberschenkel, spann den Popo an. Okay, 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 okay. Noch 10 Sekunden. So ist gut. Zittert am ganzen Körper. Ja, soll auch so. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ach. Gut, Pause. Wow. Echt ganz schön anstrengend, du. Ganz toll, siehst du, viel besser. Jawohl. Und zu. Viel besser, Silber, viel besser. Wenn du die so schön machst, brauchst du nur 6 machen. Das ist super. Langsam vom Boden lösen. Jawohl, 3. Prima. Jawohl, Silber, super. Prima. Viel besser. Alles gut, hör auf, ne? Oh Gott. Hier steht's. Hast du Pfeifen, Heidi? Ablegen. What? Was? Bis nach unten in Spannung halten. Ja? Langsam mal runter. Ja, aber prima. Langsam runter. 4 Push. Prima, Ellbogen dicht am Körper. Langsam runter. 5 Push. Na komm. 6 Push. Okay, gut. Nimm einen Schluck von deinem Wasser. Ja, das ist ja anstrengend. Ja. Bitte wieder.
langsam du kannst, halt schön gegen. Ellbogen eher am Körper. Eng zusammen die Ellbogen. Jawohl, prima, gut. Drei. Zwei noch. Also runter. Vier. Ja, jetzt ist erst der vierte. Ja? Ja. Boah, bin ich schwer. Ich merke das beim Runterlassen, wie schwer ich bin, Alter. Alter. Mitte setzt, einfach in die Mitte rein. Los, schön. Kannst schneller aufstehen. Aber langsam runter. Langsam runter. Schön. Langsam runter ist tierisch anstrengend. Ist anstrengender als hoch. Schub. Eins. Jetzt noch zwei Stück. Eins Schub. Die letzte Kugel. Jetzt die Flanke. Regelmäßig und ich komme vorbei oder du kommst von Hamburg und dann trainieren wir schön. Ich habe auch richtig Bock. Ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Jahr, egal, als ich mich so gesehen habe oder die alten Fotos gesehen, wo ich fit war, ey, ich habe Depressionen gelegt. Ich dachte, das kann nicht sein. Ne? Jetzt ist Bremse. Jetzt habe ich Vitamine, jetzt habe ich Gemüse, Äpfel. Ich esse kaum noch Schweinefleisch, irgendwie kaum noch rotes Fleisch. Ich achte jetzt richtig rotes drauf, ohne Scheiß. Aber das Ding ist doch einfach, das tut deiner Psyche ja auch gut. Ja, absolut. Nur vorher, wenn der Körper da ist, dann machst du dir keinen Kopf drum. Wenn du einigermaßen noch gut aussiehst, dann ist dir das alles scheißegal. Du haust nicht rein, Burger, lebst den Lifestyle, trinkst, machst und so. Und dann fällst du wieder ein altes Muster rein. Es wird du immer kannst mehr. Auf keinen Fall auf die Bühne gehen. Nee, nee. So, ich habe jetzt Zeit bis März. Deswegen habe ich ja gesagt, 8 Wochen. Im März geht es wieder richtig los mit Hot Banditos. Weißt du, im Sommer. So, jetzt habe ich wirklich Zeit. Ich habe mir das so über den Herbst, Winter angefressen. Das ging relativ schnell, in kurzer Zeit. Irgendwie 6-7 Kilo rauf, irgendwie zack, zack, zack. Und jetzt habe ich gesagt, Schluss. Weißt du, wenn ich so Till Schweiger sehe oder so, also vom Körperbau, verstehst du? Ja, ja, eben, deswegen. Und dann denke ich so, boah, ich bin irgendwie 36, halb so alt wie der quasi, oder Jürgen Drees, Jürgen Drees. Ja, ja. Und die haben Körper, da denkst du, boah. Erster Gang, ne? Auto, erster Gang anfangen. Boah. Jawoll! Komm ein noch, nur für mich! Halt die Position ruhig. Ja, okay, gut. Kreislauf, wir waren hier nicht gedacht. Oder jetzt zu wenig Sauerstoff in der Luft. Das kann sein. Zu wenig Sauerstoff in der Luft. Kann sein, weil Berlin Großstadt, viel Abgase. Ist wirklich wahr! Füße zusammen, Hacken zusammen. Bauch fest. Hier, komm. Ablegen. Langsam runter. Und eins. Ja, das ist schön. So gefällt mir das. Und. Okay. Und die sechs. Push. Okay, Pause. So, noch langsam runter. Komm, halt schön gegen. Alle Kraft, die du hast. Bam. Ja. Drei. Dann muss man. Okay, gut. Langsam runter. Halt gegen, komm. Sehr schön. Von wem die Knieschoner dann, ne? Ja. Kannst du die Arme vorne lassen. Komm, wie die Merkel. Das ist aufbauen, das geht viel einfacher so. Ja, okay. Also so macht's immer, ne? So macht's. Das sind die Merkel. Hose. Das ist die Merkel Kniebeuge. Da haben wir übrigens Patent drauf. Liebe. Da darf keiner einfach so machen. Wenn wir Leute im Fitnessstudio sehen, sagen wir. Okay. Der ist unterfordert. Was geht weiter? Ja, das ist eine Übung, die fällt mir nicht so schwer. Ja, ja, schön. Ja, Butter bei den Oberschenkeln. Okay, hinter ein bisschen höher. So, jetzt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, gut. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Turbo. Hm? Hast du noch Bock? Ja, klar. Ein bisschen Cardio-Training. Ja. Los, okay. Komm.
Ich habe gearbeitet, ich schwitze, ich merke, dass es jetzt wieder so. Ich bin heiß. Komm, weiter geht's. Training. Wenn er noch so hüpfen kann, dann habe ich das Training gut dosiert, ne? Absolut. Lass mal einen Intervall einstellen, weißt du? Ja, ja. Okay. Ready? Ready. Hampelmänner, Bankhüpfen und dann Liegestütze mit Hochstrecksprung. Okay. Auf die Plätze, fertig. Hampelmann oder was? Hampelmänner. Arme strecken, bitte alle Seitenwirbel. Okay, gut. Jetzt kommt hier Bankhüpfen, ne? Positionier schon mal. Achso, du hältst dich hier fest. Immer rechts, links. Hier. Geh festhalten und immer. So, ich dachte so. Nee. Okay, wäre auch zu hoch gewesen. Komm los! Du musst hier vorne dran festhalten. Du Nase, mit den Füßen über die Bank. Du Quatschkopf. Alter, was soll das sein, du Pfeife? Was denn? Hier, Mann. Ach so. Das schon. Warte, bist du ein bisschen los, komm. Das ist zu eng hier. Ein Mädchen. Ach. Guck mal, machst du auch mit Zwischenfeder. Ja, so geht's! Komm, Schieber! Schieber, komm! Hoch den Arm! Jawohl! Ablegen, zack! Nach vorne springen! Und hoch! An die Decke! Komm wieder runter, komm! Zack, zack! Ablegen, zack! Nach vorne! Und hoch! Sehr schön, Digga, komm! Weg mit der Wampe! Zack, und hoch! Ja, was machen wir jetzt? Von vorn. Was war denn das? Hampelmänner. Und Elchi, komm. Arme strecken, Seiten berühren. Komm mal, Elchi. Und stopp. Da hast du Bock drauf, da kann man nur wilde Sau spielen. So, hier, komm. Ja, komm, Action. Mach weiter. Zieh! Schön, Silber. Kämpfen. Gut. Nicht hinsetzen, Silber. Geht einer durch. So, mach schnell Sprünge ins Spiel. Komm, reißt du. Ich weiß, du bist immer. Ist mir jetzt egal. Komm. Du wolltest Gas geben, dann geht das. Eins. Weiter. Ablegen. Nach vorne springen. Nach oben. Zwei. Und die letzte. Okay, dann hoch. Gut. Reicht schon. Echt? Lauf jetzt ein bisschen durch die Gegend. Ruhig! Gehen! Du bist im Arsch! Du bist im Arsch, lauf, gehen! Jetzt ist er richtig von Adrenalin gepusht! Der wird blass! Endorphine jetzt! Ruhig, Silber! Ich könnte noch eine Runde! Aber soll keiner sagen, dass er nicht beißen kann, ne? Das kann er definitiv. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Das ist ja der Klassiker bei mir. Ich overpace immer. Egal wo im Leben oft. Ne? Immer Überholspur, Gas und dann overpace ich. Ne? In der Ruhe liegt die Kraft. Richtig. Du hast gut Gas gegeben, du hast deine Hausaufgaben hier gemacht. Du hast gezeigt, dass du Eier hast und dass du beißen kannst. Du bist weit unter deinen Möglichkeiten, das steht fest. Ja, ja. Für dich ist eher wichtig, ein bisschen mit Köpfchen zu trainieren. Richtig. Und das steuern die dann auch. Ne? Ich bin sehr dankbar dafür, Johannes, für deine Hilfe. Gerne geschehen, ich hoffe, du machst das auch. Genial. Wir bleiben auf jeden Fall am Start du bleibst auf jeden Fall mit wir mir am Ball und unterstützt mich weiterhin. Ja? Wir bleiben am Eisen. Die Kilos müssen purzeln. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind raus. Ciao.